Hallo ihr Lieben und einen ganz herzlichen Gruß zu dir aus dem schönen und bunten Berlin. Ich hatte heute vor, einen wunderschönen Platz draußen zu finden und dich durch eine ganz kraftvolle Meditation zu führen. Aber ich bin gerade auf einer ganz tollen Demo gewesen und jetzt bin ich so durchgefroren, dass ich mich für so einen wunderschönen Lounge Room jetzt entschieden habe. Und einen Averna mit Zitrone zum Aufwärmen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich schicke einen ganz herzlichen Gruß zu dir. Hey, die Steffa schaut zu. Ich hatte heute einen fantastischen Tag in Berlin. Bin aufgewacht bei einer ganz lieben Freundin in Neukölln, durfte sie knuddeln und ihre kleine Tochter einen schönen Spaziergang machen. Heute Mittag habe ich einen ganz lieben Freund getroffen, durfte in der Sonne am Maybachufer spazieren. Und jetzt sitze ich hier in dieser wunderschönen Souling Lounge. Hab hier die Blumen für dich dabei, Steffa. Schau mal, einen riesengroßen Olivenzweig. Jetzt ist die Überraschung verdorben, aber ich wollte es euch einfach so gerne zeigen. Weil ich weiß, dass die Steffa so die Toskana auch so gerne mag wie ich. Genau, und deswegen bekommt ihr jetzt eine schöne Live-Session aus dem Orania Berlin hier. Später wird hier auch noch Piano gespielt. Steffa, vielleicht treffen wir uns hier. Kannst du gleich dazu singen? Steffa ist eine liebe Freundin. Wir haben zusammen ein Coaching gemacht. So schön, dass ihr heute alle da seid. Hallo, grüß dich, liebe Gabi. Hi, Alexander. Hi, Regina. Freut mich, dass ihr zuschaut. Wie schön. Macht es euch richtig gemütlich, weil, genau, ich habe mich jetzt entschieden, reinzugehen. Ich hätte euch gerne von dem schönen Platz draußen ein bisschen zu eurer Lebensfreude gebracht, aber habe mich jetzt entschieden, hier von dieser schönen Lounge aus euch in eure Lebensfreude zu bringen. Deswegen mach's dir zu Hause richtig gemütlich. Zünd dir gerne eine Kerze an, wenn du möchtest. Vielleicht hast du auch Blumen, die du dir in deine Nähe stellen magst. Finde ich immer ganz kraftvoll auch, wenn du es dir richtig schön machst. Und genau, ich war gerade noch auf einer Demonstration wegen Hanau. Vor 3 Jahren wurden in Hanau 9 Menschen getötet in einem Dönerladen oder nein, in einer Shisha-Bar. Genau, hier in allen Dönerläden wird da auch gerade viele Gedenkkerzen angezündet hier in Berlin. Und da war ich hier gegenüber in Berlin gerade auf einer kleinen Demo. Bin ein bisschen verfroren, deswegen habe ich mich jetzt in diese Lounge zurückgezogen und widme diese Session auch allen Opfern, die in Hanau heute vor 3 Jahren eben ums Leben gekommen sind. Und hier drüben war ich gerade, genau, die hat sich gerade aufgelöst. Ganz herzliche Grüße aus dem schönen Berlin zu dir. Schreibt doch mal in die Kommentare gerne, wo ihr gerade seid und von wo aus ihr zuschaut. Sartorelli, ciao! Cari saluti a Italia! Genau. Heute, gerade weil so viel in der Welt los ist und sich viele Menschen dann fragen, darf ich es mir eigentlich gut gehen lassen, habe ich mich schon letzte Woche entschieden, in meinem Women's Circle das Thema Lebensfreude zum Thema zu machen. Einfach, weil ich glaube, dass es dann ganz wichtig ist, dass wir uns ganz besonders gut um uns selber kümmern. Hi, hallo aus Neukölln, grüß dich. Hi Alexander, war ich gerade in der Nougatstraße heute Vormittag noch. Hallo Alicia, ganz liebe Grüße nach Oberertal. Vino, freut mich, dass ihr da seid, wie schön. Ich führe euch durch eine kleine Meditation heute in eure Lebensfreude, möchte euch noch kurz was zur Freude erzählen und dann könnt ihr euch gerne schon mal Stifte holen, wenn ihr wollt oder auch wenn ihr es im Replay anschaut, macht es euch richtig gemütlich. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören, das wäre total lieb, wenn ihr mir einen Daumen hoch schicken könntet, falls ihr mich gut hört, weil die Musik ist hier doch ein bisschen lauter. Hi, grüß dich Alicia, schön, dass du dabei bist. Hol dir gerne mal ein paar Stifte, dann kannst du auch danach das mitmalen noch. Hallo Benny Katzart, freut mich. Cool, heute sind ganz viele dabei. Viel mehr als abends sonntags. Vielleicht sollte ich es eher nachmittags stattfinden lassen. Ich dachte, heute ist eine Ausnahme, weil ich mit der lieben Steffa eben lieber heute den Abend zu zweit verbringen möchte, habe ich die Session heute vorgezogen. Danke für die Daumen hoch, dann weiß ich, der Ton ist gut. Das freut mich sehr. Ich schwenke nochmal. Weil das wirklich, ich hätte euch jetzt gerne am liebsten alle live hier. Ist einfach so eine schöne, gemütliche Stimmung. Und ich habe hier eine ganze Couch für mich. Also sehr entspannt. Mach's dir auch richtig gemütlich, bitte.
Genau, und zu Lebensfreude. Glaube ich, ist einfach im Moment für uns alle ganz wichtig, dass wir uns dann noch mehr erlauben, um einfach auch durch diese Zeit gut zu kommen. Und wenn es dir gut geht, dann hast du auch Energie, andere zu unterstützen, für andere da zu sein und dein Leben einfach besser zu meistern. Und ich glaube, dass es verschiedene Gründe gibt, warum diese Balance da manchmal nicht so richtig stattfinden kann. Wir alle arbeiten viel, müssen oftmals viel mehr funktionieren, als uns gut tut. Und diese kleine Meditation heute soll dich einfach ein bisschen inspirieren, wieder mehr in deine Lebensfreude zu kommen. Und dazu möchte ich dir gerne so einen kleinen Tipp an die Hand geben. Es gibt diese vier wunderschönen Hormone, die dich wundervoll unterstützen auch, dass du in deinem Körper einfach mehr Lebensfreude auch spüren kannst. Und das sagt man im Englischen deine Happy Dose, deine Daily Dose. Das D steht für Dopamin. Dopamin kannst du kreieren, indem du regelmäßig Sport machst, spazieren gehst, an der frischen Luft bist. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und das ist mein Travel Book. Jetzt ist alles rausgefallen. Aber das macht nichts. genau, Dopamin, genau, Motivation. Wenn du dir kleine Ziele setzt und die erreichst, also so eine kleine To-Do-Liste in der Früh und die abhakst, das kann sein, ich erlaube mir heute dreimal tief zu atmen mittags, check. Und bei diesem Check schüttet dein Körper Dopamin aus. Also setz dir Ziele, die machbar sind und dann unterstützt es deinen Hormonhaushalt ganz wertvoll. Genau, dann Motivation, dir Ziele setzen, die dich motivieren, die deinen inneren Antreiber auch schüren. Also setz dir Ziele, die für dich sinnvoll sind. Das ist für mich auch immer ein ganz, ganz großer Kompass im Leben, weil ich einfach merke, dass ich habe in Kliniken gearbeitet, auch lange in der Wohnungslosenhilfe und hatte da aber ganz schnell so eine Routine, musste viel funktionieren und war unzufrieden mit dem Helfersystem in München zum Beispiel auch, ja. Und das hat mich total viel Kraft gekostet. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn du dann mal Freizeit hast, solltest du in einem Job sein, der dich sehr fordert und der, in dem du viel funktionieren musst, dass du einen guten Ausgleich findest, dass du Hobbys hast, die dir richtig Freude bereiten, ja? Dass du auch dir öfter erlaubst, was Neues auszuprobieren und dich da lebendig fühlen darfst, deine Vielseitigkeit auch leben darfst und wieder anfängst, mehr zu träumen. Große Träume sind ganz wichtig. Auch ein super Dopaminschuss in dein Leben, wenn du dir mal wieder einen großen Traum erlaubst. Vielleicht eine schöne Reise, ein neues Event starten, alte Freunde wieder treffen, altes Hobby wieder aufnehmen, Fallschirmspringen, Paragliden. Mach mal was, was dich lebendig fühlen lässt. Alicia, du fährst so gerne Mountainbike, sehe ich oft in deinem Feed, gell? Alicia ist mein jüngster Fan hier auf Instagram. Ich glaube, du bist jetzt 13 Jahre alt und ich finde es so schön, dass du manchmal dabei bist. Das freut mich sehr und ehrt mich auch. Dankeschön, freut mich so sehr. Jetzt kommen noch ein paar neue dazu. Schön, dass ihr da seid. Genau, das nächste Happy Hormon ist das Oxytocin. Genau, ja, danke. Das nächste ist das Oxytocin. Oxytocin schütten wir aus, wenn wir flirten, wenn wir kuscheln, wenn wir Freunde umarmen. Wir Mamas, wenn wir stillen, auch wird das ganz stark gebildet und ausgeschüttet im Körper. Auch Tanzen hilft total, Oxytocin auszuschützen, weil du da ganz bei dir sein kannst, deinen Körper gut spürst. Ja? Dann Serotonin, deine Daily Dose. D, Dopamin, O, Oxytocin, S, Serotonin. Und Serotonin wird vor allem durch Sonnenlicht gebildet, durch Massage, durch gleichmäßige Körperberührung, aber auch durch Workouts und Meditation auch. Ja? Meditation kommt übrigens bei allen Hormonen immer wieder vor. Nicht, weil das so holly ist, sondern ich glaube, weil das einfach ganz wertvoll für den Körper ist, wenn wir uns mit uns selbst verbinden. Endorphine. Lachen. Erlaub dir mal wieder richtig laut und herzhaft zu lachen. Schau dir deine Lieblingscomedies an auf YouTube oder treff dich mit Freunden, die dich inspirieren und echt zum Lachen bringen. Ich bin auch ein sehr freudiger Mensch, muss ich sagen. Ich lache sehr gerne und hänge total gerne mit meinen besten Freunden rum, weil es da immer Freude und Gaudi gibt einfach. Erlaub dir das wieder. Genau. Und Kreativität. Kreativität hilft auch, deinen Endorphinhaushalt mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Also egal, ob du kritzelst, ob du gerne strickst, ob du Musik machst, ob du singst, es muss nicht gut sein, es soll nur Spaß machen. Spanglish Official Art Gallery, schön, dass ihr vorbeischaut. Hi. Actually, my session today is in German, but you're very welcome to join me a little bit. And if you have any questions or you want to join a session in English once, let me know. Genau. Und was habe ich mir auch aufgeschrieben? Genau, Vorfreude
ist genauso stark wie die Freude an sich. Es gibt wissenschaftliche Studien, dass es genauso wertvoll für dich sein kann, wenn du dich auf etwas freust oder ob du wirklich in dem Moment wahnsinnige Freude erlebst. Genauso wie wenn du dich an einen wahnsinnig freudigen Moment erinnerst. Und das finde ich für mich heute ganz wertvoll, die Info auch gerade. Hi Jenny, schön, dass du dabei bist. Die finde ich für mich ganz wertvoll, weil ich euch jetzt gleich mitnehme in eine Meditation. Und in der Meditation darfst du ganz stark in das Gefühl der Freude gehen. Und wenn es deinen Körper genauso bewegt wie echte Freude, ist das doch super schön. Also erlaub dir gerne heute so ein kleines Bad in deiner Lebensfreude. Es wäre total schön und würde mich glücklich machen, wenn ich dich da ein bisschen inspirieren darf. Alles. Hallo Jaime! Cari saluti! Wie schön! Ich freue mich sehr, dass du zuschaust. Ganz liebe Grüße aus Berlin. Wir haben vorhin schon geschrieben. Ich glaube, du bist, ich weiß nicht, ob du im Allgäu bist oder in Budapest. Ich habe eine wunderschöne Loungebar gerade gefunden und nehme euch mit auf eine kleine Meditation. Genau. Jetzt muss ich hier meinen Travelbook mal wieder zusammenpacken, weil hier ist gerade mir alles rausgekommen. Und schau mal, das ist echt lustig, weil Jaime, gerade ist mir aus meinem Travelbook deine Visitenkarte rausgefallen. Die ist von 2013. So lange kennen wir uns jetzt schon. Super schön, oder? Im Allgäu. Ganz herzliche Grüße zu euch und zu deinen drei Kindern. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Genau. Und hier trinke ich noch einen Schluck Tee, damit ich gut... Genau, und ich hatte die schöne Idee... Und ich habe mich jetzt entschieden, heute das in den nächsten zwei Tagen noch zu machen. Ich wollte eigentlich einen total schönen und lustigen Platz hier in Berlin finden, vielleicht sogar am Brandenburger Tor oder am Kotti oder am Potsdamer Platz und da eine Session mit euch machen und dann auf die Straße malen. Deswegen habe ich mir gestern so Wachsmalkreiden gekauft. Ich fand die Form schon so lustig irgendwie. Passt auch super zu der Couch, finde ich. Genau. Aber es ist mir einfach heute zu kalt, jetzt nach der Demo für die Gedenkfeier auch, für das Attentat in Hanau von vor 3 Jahren, habe ich jetzt so gefroren, dass ich jetzt einfach das Gefühl hatte, ich möchte lieber hier an einem gemütlichen Platz mit euch die Session machen. Genau. Dankeschön, ich grüße dich auch. Auch hallo Tatjana, schön, dass du da bist. Heute führe ich euch durch eine kleine Meditation, eine kraftvolle Meditation zum Thema Lebensfreude. Und im Anschluss darfst du gerne was mit mir gestalten. Und zwar ist es in meinen Sessions immer so, dass ich durch eine... Hier passiert gerade ganz viel. In meinen Sessions immer so, dass ich durch eine Meditation führe. Und das, was du in der Meditation für dich erlebst, ich führe dich auch in deinen Körper, damit du das schön ankern kannst. Du wirst eine Farbe finden, die für dich für Freude steht und vielleicht auch eine Form. Und ich lade dich ganz herzlich ein, das nach der Meditation für dich ein bisschen zu gestalten. Ich kann keine ganze Mal-Session hier machen, das ist einfach im Live schöner auch, weil ich hier nicht so die Möglichkeiten habe, aber dass du das Bild für dich einfach dann zu Hause weitermalst. Also mach dir dann gerne deine Lieblingsmusik danach noch an und vertief dich und lass dich ein auf dein Bild. Und wenn du möchtest, kannst du mir dein gemaltes Bild auch gerne in den Nachrichten schicken. Dann schaue ich gerne mal mit dir zusammen drauf. Ich verschenke gerade für jede oder für mindestens 2 Leute pro Session, die das auch im Replay gerne anschauen, die Möglichkeit, mit mir so 10 oder 15 Minuten mal auf das Bild zu schauen und zu entdecken, was für Schätze da noch für dich drin sind. Genau, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, für alle, die das ganz neu jetzt sehen. Ich heiße Rebecca, bin Kunsttherapeutin, freischaffende Künstlerin und auch Diplom-Sozialpädagogin. Und ich habe einfach Workshops konzipiert, die Meditation und Gestalten miteinander verbinden, um dir einfach aus einer wunderschönen Entspannung heraus so das schönste Benefit zu bringen. Genau, deswegen lade ich dich jetzt ganz herzlich ein, mach's dir mal zu Hause ganz gemütlich. Jetzt wird es hier jazzig. Ich mache mal meinen Ton lauter. Ich hoffe, ihr hört mich noch gut. Dann erlaub dir mal, ganz bei dir anzukommen. Schließ mal gerne deine Augen. Das ist jetzt lustig. Ich habe noch nie in einer Bar meditiert. Also muss ich mich jetzt nur kurz konzentrieren. Das ist doch lustig, weil auch Leute zuschauen. Aber ich finde das super wertvoll, weil das auch Meditation revolutioniert, dass es ganz easy sein darf und Spaß machen soll und nicht diese Strenge hat, von denen viele glauben, dass Meditation hat. Deswegen ist mir das ganz wichtig, das jetzt hier auch durchzuziehen für dich. Genau. Deswegen erlaub dir mal, die Augen zu schließen und leg gerne eine Hand auf dein Herz.
Spüren mal in deinen Körper rein, wie du dich heute fühlst. Wie bist du heute da? Vielleicht spürst du Anspannung irgendwo in deinem Körper oder Druck. Beweg auch gerne deinen Körper nochmal. Ich mache immer gerne die Schultern nochmal hoch und zurück. Das bringt dir im Oberkörper nochmal viel mehr Luft. Und dann beweg dich gerne nochmal intuitiv so, wie es dir gerade gut tut, wie dein Körper das gerade braucht, damit du dich richtig wohlfühlst. Und spür nochmal rein. Und dann schließ die Augen. Und komm ganz bei dir an, bei dir in deinem Körper. Und erlaube dir mal 3 tiefe Atemzüge. Gerne durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder aus. Du kannst gerne deine Hand auf dein Herz legen, so wie ich das mache. Auf deinen Bauch oder einfach neben dir, ganz entspannt. Atme durch die Nase ein und spüre mal, wie dein frischer Atem hier den Hals heruntergeht, in deinen Brustkorb, deinen Brustkorb füllt. Und atme durch den Mund, gerne kraftvoll, den Tag und die Sorgen von deiner letzten Woche, alle Gedanken, die du gerade nicht mehr bei dir haben möchtest, kraftvoll aus. Und jetzt stell dir mal vor, wie du ganz entspannt die Augen schließt und einen wunderschönen Sonnentag genießt. Vielleicht bist du gerade in einem wunderschönen Resort auf einer Insel. Du hörst diese wunderschöne Lounge-Musik im Hintergrund. Du liegst auf einer Liege. Die Hotelbar hinter dir hat Betrieb. Du genießt diese wunderschöne Stimmung hier in deinem Urlaub. Ist ganz entspannt, weil du weißt, du hast noch mindestens 2 Wochen vor dir. Atme tief in deinen Bauch ein. Und lass hier nochmal alle Anspannung los, die du irgendwo in deinem Körper vielleicht noch wahrnimmst. Und jetzt erinnere dich an deinen letzten Sommerurlaub und erinnere dich, wie wunderschön es sich anfühlt, wenn die Sonne richtig warm und satt auf dich scheint. Vielleicht liegst du im Bikini da oder in der Badehose. Der Kellner hat dir gerade einen frischen Drink gebracht. Und du hast den ganzen Tag nur für dich. Und spür einmal die Sonnenstrahlen auf dein Gesicht fallen. Spür einmal, wie deine Augenmuskeln weicher werden und loslassen. Wie dein Unterkiefer loslässt und ganz entspannt wird. Spüren mal deinen Hals und deine Schulterpartie. Spüren mal, wie alles locker lässt und sich tief entspannt. Spür auch deinen Bauchraum. Dein Bauch lässt ganz los und du gehst in eine tiefe Entspannung. Deine Beine fallen ein bisschen weiter auseinander. Du spürst die Entspannung in deiner Hüfte. Die warmen Sonnenstrahlen, die auf deinen Bauch scheinen. Lass noch hier alle Anspannung aus deinen Beinen weichen. Deine Oberschenkel werden ganz weich. Deine Unterschenkel lassen los. Deine Füße fallen auseinander, wenn du jetzt im Liegen bist. Oder lass noch hier im Sitzen gerne alle Anspannung los vom Tag, von der letzten Woche. Du kommst ganz bei dir an, hier im Jetzt. Und von hier erinnere dich einmal an einen wunderschönen Moment in letzter Zeit, an dem du dich so richtig gefreut hast. Vielleicht ist dir was besonders gut gelungen, du hattest einen kleinen Erfolg in deiner Arbeit, in deinem Leben. Einen tollen Film gesehen, dich auf ein Geschenk gefreut. Hast was getan, was dich richtig lebendig fühlen lässt. Denk mal zurück, was das gewesen ist. Und erlaub dir hier nochmal mit deinem ganzen Körper in dieses Gefühl reinzugehen. Das Kribbeln, die Aufregung, das Glitzern in deinen Augen. Und schenke hier ganz bewusst deinem ganzen Körper mal ein schönes Lächeln. Spür hier, wie sich dein State of Mind verändert, wenn du dir selbst ein Lächeln schenkst.
Lass diesen Moment ganz in deinen Körper fließen und sich hier verteilen. Spür diese Freude in deinem ganzen Körper. Und nimm auch gerne mal wahr, wo du diese Freude in deinem Körper am stärksten erlebst. Ist es das Lächeln in deinem Gesicht oder hüpft dein Herz vor Freude in deinem Brustraum? Wird dein Bauch vielleicht ganz warm? Kriegst du Gänsehaut? Kriegst du einen Schauer im Rücken? Es gibt so viele wunderschöne Arten und es ist ganz spannend, weil es bei jedem anders ist. Und jetzt möchte ich, dass du dir mal einen ganz lieben Menschen ins Gedächtnis rufst, den du ganz besonders gerne magst. Und stell dir mal vor, wie dieser Mensch dich mit einem ganz wunderschönen Lächeln anstrahlt. Vielleicht ist das jemand aus deiner Familie. Nimm gerne jemanden aus deiner Familie, vielleicht deine Mama, dein Papa. Jemand, der dir nahe steht aus deiner Familie. Und egal wie eure Beziehung jetzt im Hier und Jetzt ist, stell dir vor, wie diese Person dich ganz liebevoll anlächelt. Und dann verwandelt sich dieses Lächeln in ein breites Strahlen. Nimm die Augen wahr, dieses Glitzern und Funkeln in den Augen, das Leuchten, das auf dich übergeht. Und nimm diesen Moment und lass ihn in dein Herz fließen. Wie ein Lichtstrahl, der jetzt aus deinem Kopf, aus diesem Gedanken in dein Herz strahlen darf. Und von hier erinnere dich an einen Menschen in deinem Freundeskreis, der dir ganz besonders wichtig ist. Ein guter Freund, jemand, der schon oft für dich da war, der dich gerne unterstützt, mit dem du gerne was erlebst. Und stell dir auch hier vor, dass die Person dich ganz liebevoll anlacht und sich dann dieses wunderschöne Lachen in ein wirklich lauthals Lachen verwandelt. Vielleicht habt ihr einen tollen Moment erlebt, einen Berg bezwungen, die schönsten Witze geteilt, die tollsten Momente. Nimm dieses Leuchten in den Augen der Person wahr vor dir. Unabhängig davon, wie eure Beziehung jetzt ist, kannst du dieses Lachen so sehr genießen und für dich nutzen, um noch mehr in deine Freude zu kommen jetzt. Freude wird immer größer, desto mehr man sie teilt. Und diese Freude ist ein Spiegel für dich. Und jetzt kannst du dir gerne noch einen dritten Menschen vorstellen, den du ganz besonders gerne hast. Vielleicht ist es dein Partner, deine Partnerin, vielleicht jemand, in den du verliebt bist. Jemand, den du besonders gerne hast. Jemand, mit dem du mal lange zusammen warst. Jetzt stell dir auch hier vor, wie der oder diejenige dich richtig liebevoll angrinst. Mit so einem wunderschönen breiten Grinsen, dass du automatisch in Resonanz gehst und mitgrinsen musst. Nimm auch hier das Leuchten in den Augen wahr, die Körpersprache, das Kitzeln im Herzen, wenn dir diese Freude vom anderen auch begegnet. Der Moment, in dem du sofort entscheidest, mit dich mitzufreuen. Sehr schön, super. Und von hier möchte ich, dass du dich mit einem Wunsch verbindest. Einen Wunsch, den du an dir deine Zukunft hast. Etwas, was du in deiner Zukunft erleben möchtest. Etwas, was ganz wertvoll und wichtig für dich ist und worauf du dich richtig freuen kannst. Vielleicht ist es ein kommender Urlaub, ein tolles Projekt. Menschen, mit denen du in Zukunft zusammenarbeiten kannst. Me-Time. Vielleicht ein Umzug. Gehe richtig in die Freude darauf, wie ein Kind, das sich auf Weihnachten freut und 3 Wochen vorher schon nach den Geschenken im Schrank sucht. Diese Neugier in dir, das Kitzeln in dir, verbind dich mit dieser Vorfreude. Und wenn dir jetzt nicht sofort dein Wunsch kommt, dann nimm dir jetzt die Zeit und überleg dir etwas, worauf du dich freuen möchtest dieses Jahr. Ein Ziel, das du dir setzen möchtest. Ein Moment, den du erleben willst. Etwas Neues, was du ausprobieren möchtest. Erlaub dir hier ganz in deine Freude zu gehen. Super, sehr schön.
Jetzt stell dir vor, wie alle diese Momente, alle diese Menschen, die dich so liebevoll und glücklich angestrahlt und gelächelt haben, wie all diese Momente jetzt auch wieder wie ein Lichtstrahl in dein Herz fließen. Stell dir vor, wie dieser Lichtstrahl direkt in dein Herz fließt und dich von innen unglaublich schön und warm erfüllt, wie ein Sonnenstrahl, der dich von innen wärmt. Dieses fließende Licht kannst du dir auch gerne flüssig vorstellen. Sehr schön, genau so. Und jetzt stell dir vor, in deinem Herzraum ist jetzt ein wunderschöner Brunnen entstanden. Durch all die Momente, die du dir jetzt in Erinnerung gerufen hast, mit denen du dich verbunden hast. Und die jetzt noch viel mehr Momente in dein Leben ziehen, weil sie wie Magnete deine Gedanken auf Positivität trimmen und dich dabei unterstützen, dich an ganz viele Momente auch mit diesen Menschen erinnern lassen, die dich jetzt so wunderschön angelächelt haben. Du kannst diese Menschen gerne jetzt mit diesen Momenten noch verbinden und all das in diesen Brunnen in deinem Herzen fließen lassen, in dein Herz fließen lassen. Und jetzt stell dir mal vor, dass dieser Brunnen immer in dir ist und dass dieser Brunnen nicht nur mit den Momenten, die du jetzt erlebt hast, voll ist, sondern dieser, lass es gerne ein Springbrunnen sein. Wie könnte der aussehen? Vielleicht ist er aus Metall, aus Stein, aus einem ganz wunderschönen Material. Vielleicht ist er aus Glas und funkelt im Licht wie ein Gral. Lass in diesem Brunnen jetzt gerne so ein Springbrunnen in der Mitte entstehen, in dem fortlaufen und immer diese wunderschönen Lichtstrahlen für dich fließen. Lichtstrahlen der Freude. Und alle Momente, die du in deinem Leben erlebt hast und noch erleben wirst, die voller Freude sind, kannst du dir vorstellen, dass die in diesem Brunnen immerwährend vor sich hin fließen und du jederzeit hierher kommen kannst, an deinen Brunnen und dich auftanken. Du kannst deine Hände in das Wasser tunken, dein Gesicht damit benetzen, du kannst trinken davon, du kannst dich auch ausziehen und reinplatschen. Wenn du Lust hast, zieh dich in Gedanken aus, keiner sieht dich gerade, vor allem nicht in deinen Gedanken, und mach eine Arschbombe in deinen Lebensfreudebrunnen. Ich musste mir jetzt vorstellen, wie ihr das alle macht, da kann sich jetzt lachen. Ja, ich mach das heute Abend auch nochmal, mit dir, Stefa, vielleicht. Genau, das ist so wichtig, dass du dir mal wieder mehr Freude, mehr Quatsch und mehr Neues erlaubst. Deswegen erlaub dir jetzt so viele Arschbomben in deinen Lebensfreudebrunnen, wie du gerade Lust hast. Du kannst dir auch vorstellen, wie in einem großen Kreis ganz viele Freunde, die du liebst, außen rumstehen, sich auch ausziehen und mit dir in deinen Freudenbrunnen springen. Lass dich alle nass spritzen und genieß den Spaß. Wenn du diese Freude in dir erlebst, unabhängig davon, ob du jetzt zu schüchtern warst, dich in Gedanken nackig zu machen mit mir oder ob du einfach den Brunnen genießt, wie er vor dir steht und dass du dir bewusst machen darfst, dass diese Freude eine immerwährende, sprudelnde Quelle in dir ist, die du jederzeit aufsuchen kannst, ganz einfach, indem du dich mit schönen Erinnerungen speist und versorgst. Indem du dir erlaubst, wieder mehr zu träumen und dich mit Sachen zu verbinden, die dich lebendig fühlen lassen. Nimm einmal hier in deinem Körper nochmal wahr, wo du deine Lebensfreude erlebst. Wo ist es am stärksten? Wo spürst du diese Freude? Und wenn du den Körperteil ausgemacht hast, dann spür nochmal rein. Bei mir ist es zum Beispiel die Brust. Ich spüre so ein ganz stark leuchtendes Gelb-Orange. Das ist innen so orange und wird nach außen gelb. Das ist eine ganz organische, weiche Form, die so ein Strahlen hat. Und wenn du diese Form zum Beispiel in dir erlebst, dann schau du mal, welche Farbe das hätte. Welche Farbe hätte deine Freude heute? Das kann in einer Woche ganz anders sein, aber genau heute, welche Farbe hast du da jetzt gesehen? Vielleicht gelb wie die Sonnenstrahlen oder blau wie das Meer, grün wie die Wälder, rot wie saftige Kirschen aus deiner Kindheit und vielleicht erinnern sie dich an Kirschkernweitspucken.
Genau. Und wenn du hier die Farbe und die Form hast, dann mach dich nochmal ganz voll mit dieser Farbe. Auf energetischer Ebene bestehen wir aus einem Chakrensystem, das wie ein Regenbogen von deinem Kopf bis zu deinem Steiß dich mit ganz wertvollen Farben und Energien versorgt. Die Farbe, die jetzt mit Freude in dir verknüpft ist, die brauchst du jetzt gerade besonders. Das heißt, erlaub dir mal wie ein Bad, wie eine Badewanne, dass du dir, nein, noch besser, wir gehen in deinen Freudenbrunnen. Stell dir nochmal deinen Brunnen aus Freude vor. Stell dir vor, wie dieses fließende Freudenwasser jetzt genau die Farbe hat, die du dir eben vorgestellt hast. Der wunderschöne Springbrunnen, der in deinem Herzen steht, dir immer zur Verfügung steht. Er strahlt jetzt in so einer wunderschönen Farbe, die du mit Freude verbindest. Und jetzt erlaub dir mal ganz liebevoll ein wunderschönes Bad darin. Kletter mal über den Rand und lass dich reingleiten in diesen wunderschönen Brunnen der Freude. Stell dir vor, wie du mit deinem ganzen Körper eintauchst in diese Farbe, die für dich Freude bedeutet. Bei mir ist das so ein sattes Orange und es tut so gut. Von den Füßen geht dieses Orange über meine Knöchel, bei dir in deiner Farbe, über die Waden, über die Knie, in die Oberschenkel. Es fließt in deinen Unterbauch, in deinen Brustraum. Mach dich komplett voll mit dieser wertvollen Farbe, die dich jetzt und hier ganz großartig dabei unterstützt, noch mehr in deine Lebenskraft, in deine Vitalität und in deine Lebensqualität und Freude zu kommen. Lass diese Farbe in dein Herz fließen, dein Herz umspielen, in deine Schulterpartie. Lass die ganze Anspannung aus deinen Schultern und aus deinem Nacken spülen. Lass sie in dein Gesicht fließen. Schenk dir hier nochmal ein ganz liebevolles Lächeln. Spül dein ganzes Gesicht mit diesem wunderschönen Orange. Und genieße diesen Moment für dich. Und wenn du hier so ganz liebevoll in deiner Farbe gebadet hast, dann stell dir gerne vor, wie du aus deinem Brunnen wieder herauskletterst und spür mal in deinen Körper, ob sich was verändert hat. Vielleicht fühlst du dich jetzt lebendiger, aufgetankt. Vielleicht freust du dich auf was in deiner Zukunft. Hast Lust, einen Freund mal wieder anzurufen. Folg deinen Impulsen heute ganz liebevoll und mach dich voll mit deinem Leben, mit vielen schönen Momenten. Und erlaub dir einfach alles zu erleben in deinem Leben jetzt, von dem du später mal erzählen möchtest. In Gedanken darfst du dich jetzt wieder anziehen. Schmeiß deinen nassen Bikini einfach hinter dich, deine Badehose, oder wenn du nackig bist, dann zieh dich gerne wieder an. Kannst auch in Gedanken einfach einen ganz weichen, flauschigen Bademantel nur anziehen. Und wenn du soweit bist, dann komm zurück ins Hier und Jetzt und erlaub dir einen tiefen Atemzug. Hey Rebecca, wie schön, dass du auch dabei bist. Meine Namensvetterin. Hola Juan, Olovat, Sibylle, schön, dass ihr da seid. Hallo. Genau, ich bin gerade mitten in Berlin, ein bisschen out of my comfort zone. Das erste Mal, dass ich eine Meditation geführt habe, mitten in einer wunderschönen Lounge. Ich bin hier gerade mitten in einer wunderschönen Lounge im Orania Berlin und schicke dir einen ganz herzlichen Gruß. Alle, die das jetzt im Replay anschauen, sieht so schön aus, Steffa, gell? Magst du mich hier abholen? Oder meintest du jetzt die Meditation? Schön, dass du mitgemacht hast, das freut mich so sehr. Total schön, freue mich schon auf dich. Genau, ich bin eigentlich aus München und bin gerade in Besuch 4 Tage in Berlin, darf ganz viele tolle Menschen treffen und freue mich schon so sehr. Steffa ist eine Sängerin, eine Synchronsprecherin, ich höre dir auch so gerne zu, ich freue mich schon, dass ich dir heute Abend lauschen darf und mit dir zusammen kochen und ja, total schön. Genau, ich muss jetzt auch erstmal zu mir kommen. Gönn mir mal einen Schluck von meinem frischen Minztee hier. Und
Stefa, wenn du mitgehen konntest, wäre so schön. Magst du vielleicht einen Moment teilen oder eine Farbe, die du erlebt hast? Würde mich total interessieren, welche Farbe du so als Lebensfreude erlebt hast. Genau. Also, ich habe bei der Lebensfreude, in meinem Lebensfreudebrunnen, auch dieses starke Orange-Gelb erlebt. Deswegen, und ich zeichne jetzt einfach in mein Travelbook, damit du mal so siehst, wie ich das machen würde. Ich muss mal schauen, ob ich das hinbekomme jetzt mit einer Hand. Ich habe so ein ganz altes Travelbook von meinem Trip nach Berlin gefunden. Das ist echt spannend, weil ich habe hier meine ganzen Trips aufgeschrieben. Von Indonesien. Es ist so schön, das jetzt wiedergefunden zu haben. Ich habe es noch gar nicht lesen können. Ich habe es nur mitgebracht. Genau, und es ist so spannend, weil das war 2010. Es ist wie ein Reisetagebuch. Und es ist so schön, da wieder hin zurückzureisen. Das mache ich morgen. Bei mir war auf jeden Fall alles ganz bunt. Alle Regenbogenfarben. Hey, wie schön. Und die Jenny hat auch mitgemacht. Das freut mich. War super ehrlich, auch sehr mutig, das in der Lounge durchzuziehen. Ja, danke. Das ist so mein Ziel auch. Die Sonntagssession finden jetzt immer sonntags hier auf Instagram live statt. Und da darfst du einfach immer dahin mitkommen, jetzt in Zukunft, wo ich halt bin. Und ich finde es auch so spannend und schön, einfach zu zeigen, dass Meditation nicht so holly sein muss, dass es überall stattfinden kann. Deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, Steffa, vielleicht hast du Lust, mich heute Abend mit zu inspirieren, wenn wir zusammen kochen, wo meine Shine-Session morgen oder übermorgen stattfinden kann. Vielleicht am Alexanderplatz, Brandenburger Tor, muss doch nicht so groß sein. Sonnengelb bei dir, Jenny? Ey, schön. Hey, ich habe letzte mit dir geschrieben, das freut mich so, dass du jetzt heute mitgemacht hast. Total schön. Jenny und ich haben uns kennengelernt, als wir beide für Jiri einen Film über eine rassistische Situation für die Kunsthochschule München gedreht haben. Ich war die rassistische Polizistin, auch sehr out of my comfort zone, aber ich fand das Projekt so wichtig zu unterstützen. Und Jenny, du warst, glaube ich, auch Polizistin dann, gell? War auch ein super schönes Projekt, da kriegen wir bald den Schnitt, hat der Jiri gesagt, auch genau. Für die Kunsthochschule München, auch super schön. Und passt auch heute, weil ja heute, genau, habe ich am Anfang erzählt, ich bin gerade auf einer Demo gewesen, weil heute ist der Jahrestag von Hanau, dem Attentat, an dem vor 3 Jahren 9 Menschen ums Leben gekommen sind. Man sagt aus rassistischen Hintergründen, offensichtlich, und der Mann war auch psychisch krank, trotzdem ein ganz schlimmes Vergehen. Und da war ich gerade auf der Demonstration und Gedenkfeier hier gegenüber, deswegen bin ich hier in dieser wunderschönen Orania Berlin gelandet. Genau. Also, in meinem Travelbook verewige ich mich jetzt mit dir, mit meiner Lebensfreude. Und es wäre total schön, wenn du dir auch ein paar Stifte holst. Also, es können einfach auch Textmarker sein. Bei mir in der Women's Circle malen die Frauen auch gerne mal, habe ich schon öfter erzählt, aber ich liebe das, mit Glitzernagellack, mit Lidschatten. Alles, was du da hast, alles, was dich jetzt anlacht, worauf du Lust hast, darfst du gerne machen. Und wenn du mit Rote-Bete-Saft mit den Fingern malst, alles schön, Hauptsache es macht dir Spaß. Genau. Und bei mir war das so eine organische Form eben, ich habe mit denen noch nie gemalt, mit diesen Kreiden, die innen so orange war. Mir ist wichtig, dass du auch weißt, ich quatsche jetzt einfach ein bisschen mit dir, während ich mal, und es wäre total schön, wenn du auch mal anfängst, einfach für dich so ein bisschen zu gestalten. Und wenn du im Replay das siehst, dann mach gerne auf Pause und hol dir einfach ein Druckerpapier, die Stifte, die dich gerade anlachen, auf die du Lust hast, und erlaub dir einfach mal ein bisschen Lebensfreude, mal was Neues ausprobieren und spring einfach mal mit rein. Das ist herrlich entspannend. Du kannst auch gerne im Replay dann dir deine Lieblingsplaylist anmachen und das zeichnen, worauf du gerade Lust hast. Genau. Bei mir war das so eine Form, ein bisschen wie Barberpapa. Kennt ihr die noch? Aus den 80ern. Diese lustigen Formen. Steffa, sag mir gerne, ob ich noch was mitbringen kann. Ich trinke hier gerade meinen ersten Drink. Ich habe hier gerade einen Averna auf Eis. Ich habe eine Zeit lang in Italien gelebt und da habe ich mir das so angewöhnt, wenn ich im Urlaub bin, im Städtetrip, dass ich gerne am Nachmittag einfach einen Averna auf Eis trinke mit Limone.
Das schmeckt so nach Urlaub für mich, dass wenn ich dann die Augen zumache, dann ist sofort Entspannung in meinem ganzen Körper. Es ist so schön. Hast du auch einen Drink, den du nur im Urlaub trinkst, den du liebst? Ah, jetzt schreibt mir die Steffi auf WhatsApp. Da kann ich gerade nicht antworten, weil ich live bin. Genau. Bei mir sieht das jetzt wirklich aus wie ein Kindergekrakel. Aber du kannst dir einfach erlauben, da mal so zu kritzeln, wie das dir gerade Freude macht, weil ich mit einer Hand hier auf dem Schoß male. Hätte ich ja gern gesehen, wie die Leute hier reagiert haben, während ich meditiert habe. Aber hier gibt es einen ganz hübschen Barkeeper und der schaut schon immer ganz neugierig. Also. Ah, ich mache mich fertig, glaube ich. Also bei mir sieht jetzt das nicht so aus, wie ich das in der Meditation erlebt habe. Aber ich mache jetzt das trotzdem mal weiter. Das sieht ein bisschen aus wie ein lustiger Turtle, gell? Aber es war irgendwie bei mir, war das so eine organische, orangene Form. Das sind noch nicht die Stifte, mit denen ich sonst arbeite. Das sind von Chibo die Wachsmalkreiden. Aber ich fand die ganz lustig. Ich bringe die auch meinen Kids mit. Und werde damit noch ein bisschen Street Art hier auf Berlin machen. Hier auf Berlin, hier in Berlin. Weil, ja, die sind schon süß, oder? Ich finde, die stehen mir auch ausgesprochen Genau. Und dann darfst du einfach, ja, kritzeln dir erlauben. Und die Farben einfach mit ins Bild nehmen. Das Schöne und Spannende, was passiert ist, auch wenn du dieses Bild für dich malst, ist einfach, dass du es nochmal in dir ankerst anders. Das bedeutet, es entsteht eine stärkere Verbindung in dir, visuell und emotional, auch seelisch, wenn du dich mit einem Bild verbindest. Das liegt daran, dass unsere Sprache immer in Bildern stattfindet. Alle Erinnerungen, die du in deinem Leben sammelst, sind alles Bilder, die du in deinem Unterbewusstsein gespeichert hast. Deswegen finde ich Kunsttherapie so ein wertvolles und wundervolles Tool, weil du durch Bildsprache auch Erinnerungen verändern kannst. Ich habe zum Beispiel in einem Krankenhaus Praktikum gemacht, als ich mit meiner Ausbildung fertig war, wo es um Traumapatienten ging, die Unfälle hatten zum Beispiel und dann im Koma lagen. Es gibt wirklich viele Studien darüber, dass gehirngeschädigte Patienten so viel schneller Fortschritte machen, wenn sie in ihrer Bildsprache sich wieder erinnern dürfen. Und da geht es dann vor allem auch darum, auch gefühlstechnisch eine Gefühlspalette wieder entstehen zu lassen, auch im Kopf. Ja? Und genau, das bedeutet, es ist nicht einfach so, nimm dir mal ein Papier und kritzel. Ich überlege mir da schon was dabei und es darf leicht und spielerisch sein, aber der Effekt ist einfach enorm stark. Wenn du nämlich dir visuell wirklich klar machst, was Lebensfreude für dich bedeutet, dann kannst du das immer wieder in dein Leben holen. Wenn es dir gerade nicht gut geht, verbindest du dich dann mit diesen Farben, mit dieser Form und kannst ganz bewusst das in deinen Körper holen. Genau, so arbeite ich auch in meinen 1:1-Sessions. Also, wenn du dich mal zu einem bestimmten Thema ganz leicht und kreativ begleiten lassen möchtest, dann melde dich gerne bei mir, mache ich auch. Ich habe gerade eine kleine Warteliste, weil ich gerade ganz viele tolle Kunden begleiten darf. Aber genau, dann schreib mir gerne dein Anliegen. Ich arbeite auch. Einen Moment, ich muss jetzt malen. Und du hoffentlich auch. Schau mal, ich habe jetzt was gestaltet, was wirklich so easy ist und aussieht wie eine Kinderzeichnung. Anders habe ich es nicht hinbekommen, auf meinem Schoß, auf einem Mini-Büchlein mit Wachsmalkreiden von Chibo. Aber darum geht es auch gar nicht. Schauen, wenn ich das kann und ich verdiene Geld mit meiner Kunst, dann kannst du das auf jeden Fall auch. Ich habe jetzt so einen gekritzelten Turtle entstehen lassen und ich werde das aber heute Nachmittag oder heute Abend nochmal vertiefen, weil ich das auch ganz, ganz wertvoll finde. Und tatsächlich, das letzte Mal war bei mir Lebensfreude auch gelb, aber eher lila-gelb. Aber es ist auch so eine Tages. Hey Miri, Mirja, hey, wie schön, Dankeschön. Freut mich, dass du dabei warst. Schicke ich dir auch gleich mal ein Herz. Das ist so schade, weil ich kriege immer, während ich meditiere, auch so tolle Nachrichten und Liebe geschickt. Und dann kann man es aber hinter, wenn ich das Video hochlade, gar nicht mehr lesen. Die ganzen tollen Herzen und Smileys, die ihr mir alle geschickt habt. Herzlichen Dank
für alle, die dabei waren bei der Session. Hi, grüß dich. Ganz liebe Grüße aus Berlin, aus dem Orania. Berlin. Genau. Ich bin hier gerade in der Oranierstraße. Gleich um die Ecke vom Kotti. Genau. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Steffa, die auch gerade zugeschaut hat. Bin auch ein ganz tolles Viertel hier in Berlin und freue mich auf unsere Kochsession. Und dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen aus. Mal schauen. Genau. Also, ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du so ein Replay anschaust. Wäre so wunderschön, wenn du mir drunter schreibst, welche Farbe Freude für dich ist. Das inspiriert einfach auch andere Menschen, das mal auszuprobieren und sich zu erlauben, mehr in ihre Freude zu gehen. Ich glaube, das hilft gerade ganz vielen Menschen, weil das so das ist, was uns allen gerade so Ende des Winters oft fehlt. Nice, jedenfalls bunt und tolles Viertel. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Sehr vielseitig. Und tolles Essen. Ich war gerade in einem anderen kleinen Restaurant. Super Essen. Danke. Hey, wie schön, dass du auch mitgemacht. Das ist ja mega schön. Grün war es bei dir. Cool. Du kannst mir gerne ein Foto schicken. Ihr alle gerne. Ich teile das dann in meiner Story. Für alle Bilder, die entstanden sind. Würde mich total freuen, zu sehen, was bei euch entstanden ist. Bestimmt was ein bisschen kreativeres, als ich jetzt heute zusammengebracht habe. Aber es war jetzt auch, ja, super lecker. Es war jetzt super. Bist du in Berlin gerade, Mirja? Schreib doch mal rein, wo, von wo du gerade zuschaust. Ja, Tatsache grün. Ach, schön. Klasse. Und von woher, wo schaust du zu? Bist du auch in Berlin? Alexander von Wiesen hat vorhin geschrieben, ich weiß nicht, ob du noch da bist. Du bist auch in Neukölln, gell? Auch gesehen, auch ein Künstler. Ah, aus Bremen, wie cool. Total schön, dass du dabei warst heute. Wenn es dich anspricht, ich mache jeden Donnerstagabend einen kreativen Women's Circle. Bist du herzlich eingeladen, wenn du mal reinschauen magst. Genau, jeden Donnerstagabend in Rise. Ich habe ganz viel in meinem Feed geteilt von so Kurzvideos, was wir so machen, welche Themen kommen. Wenn dich das interessiert. Ah, okay, wie schön. Bist du in Berlin beinahe geboren? Ach, schön. Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Vater ist tatsächlich auch aus Berlin, der ist in Wedding geboren. Ich war als Kind oft in Berlin und habe hier eine ganz tolle Verbindung auch. Fühlt sich immer sehr vertraut an, hier zu sein. Und in meinen 20ern, nach meinem Studium, wollte ich unbedingt nach Berlin ziehen. Aber mit meinem ersten Sohn bin ich dann das erste Mal in Berlin gewesen und dann hat es mich überfordert. Ich gedacht, bin ganz froh, in München jetzt Mama zu sein. Genau. Coolio, danke sehr. Ja, so gerne. Ich weiß nicht, ob du mir schon folgst. Du kannst mir gerne DM schreiben. Besser folgst du mir vorher, sonst geht es immer in diesem Spam-Ordner unter. Und dann kann ich dich auch in meine Telegram-Gruppe aufnehmen. Da kannst du mal so gucken, was für Frauen dabei sind. Die ist noch klein, und aber sehr intim. Und wir teilen da wirklich tolle Schätze miteinander und wachsen einfach gerade. Ich habe eben das virtuelle Atelier hier gerade erst gegründet eigentlich. Es ging letztes Jahr im September los. Auf Madeira, in meinem Urlaub, habe ich mit dem virtuellen Atelier gestartet, spontan. Und Rise ist dann im September oder Oktober erst geboren. Also bist du noch in den Anfangsschuhen dabei, was ja auch mega schön ist. Ich war immer im Schülerladen mit meinen Cousinen. Ah, okay. Meinst du in Berlin? Schülerladen, den kenne ich leider nicht. Ist das eine Bar? So gut kenne ich mich leider nicht aus, weil ich eben nur zu Besuch immer da war und jetzt auch einige Jahre nicht, weil vor und während Covid, also und nach Covid, hatte ich einfach keine Lust auf Großstadtbesuche, sondern eher, da war ich dann eher lieber auf Inseln unterwegs oder genau in der Sonne. Die Nadja schaut zu, hey, meine Kunstkollegin, mein Mitcoachy, freut mich, dass du da bist. Ich habe gerade eine Live-Session gegeben, hier aus Berlin. Bin gerade in der Nähe vom Cottbusser Tor, richtig mittendrin und habe gerade eine Meditation gegeben in so einer wunderschönen Lounge. Genieße hier gerade meinen Aviana mit Zitrone und trinke einen auf euch. Ach so, das war wie ein Hort als Kind. Ah, ich verstehe. Den kenne ich leider nicht. Jetzt fliegen Herzen. Herzlichen Dank, freue ich mich. Und genau, ich trinke jetzt noch meinen Drink gemütlich und werde ein bisschen noch entspannen. Bis die Steffa soweit ist, und dann fahre ich zu meiner lieben Freundin und dann kochen wir zusammen und haben einen wunderschönen Abend. Ich freue mich schon sehr, weil sie auch Sängerin ist und in tollen Locations hier auch öfter singt, und da werde ich bestimmt Berlin noch von einer wunderschönen Seite heute und morgen kennenlernen.
Genau, und ich mache gerne Come-Togethers. Also wenn du aus Berlin bist und Lust hast zu connecten, dann schreib mir gerne. Ich bin noch bis Dienstagabend, geht mein Flug. Wenn jemand Lust hat auf einen Kaffee, ich werde morgen durch die Galerien hier in Berlin streunen. Und ich lasse mich immer wahnsinnig gern treiben. Das heißt, ich laufe morgens los und komme abends zurück. Und alles dazwischen darf sein. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich bin nämlich Mama von 2 Kids und freue mich total, dass ich gerade so ein Me-Time habe. Genau. Eva Kreativmoor. Hey Ray Moore, wie schön. Dich habe ich auch schon lange nicht gesehen. Herzlichen Gruß aus Berlin, lieber Ray. Schau mal, ich bin gerade in Berlin. In so einer wunderschönen Lounge und habe mir gerade einen Averna zum Aufwärmen gegönnt und trinke jetzt auf euch und schicke dir einen ganz herzlichen Gruß in dein Atelier. Dich möchte ich auch mal wieder besuchen oder zumindest zu deinen coolen Konzerten kommen. Hey, war schön, Ray, cool. Freut mich, dass du da bist. Und wäre schön, wenn du das Replay mal anschaust, Ray, weil es wäre so schön. Ich würde gerne mal wissen, wie dir das gefällt, diese Kombi aus Meditation mit Gestalten. Ich glaube, das würde dich auch pimpen im Herzen und in der Seele. Ja, total. Ich schicke euch einen ganz herzlichen Gruß. Ich mache mich jetzt ready und entspanne mich hier noch ein bisschen mit meinem Oliven. Ich habe das erste Mal in meinem Leben wirklich so einen Olivenzweig gekauft und freue mich schon auf Stefas Gesicht dann. Weil da sind echt tolle Blumen drin. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Der ist mega schön. Freue ich mich schon auf ihr Gesicht. Will you come to my exhibition? Yeah, sure. But actually now I'm in Berlin. When is your exhibition? You mean in Munich? I'm back next week. So let me know, but maybe in the DMs. Because when you write it here now, actually I cannot check it later. Olive, ja genau, ein Olivenzweig. Ich liebe Oliven. Ich habe eben länger in der Toskana auch gelebt und mit Olive verbinde ich auch eine ganz wunderschöne Zeit in meinem Leben. Ray, I gonna upload now my video. Would you please share your exhibition actually under the video, because then the other people can see your exhibition too. I think that would be maybe also a little commercial for you. Ray ist ein Kunstkollege von mir, hat einen ganz ähnlichen Stil, würde ich sagen. Auch Pop Art, super schön, auch ein toller Musiker. Und ich würde dich gerne mit der Exhibition ein bisschen supporten. Also schick mir gern den Flyer, ich teile es in meiner Story und bitte jetzt nicht reinschreiben, sondern wenn ich es abgeloadet habe, das Video, when I uploaded it, because otherwise it's just disappearing now. So, habt einen wunderschönen Abend, ihr alle. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Herzlichen Gruß zu dir. Das war Revia Art, dein virtuelles Atelier. Kunsttherapie mit Fun. Und mein Name ist Rebecca, genau. Wenn du Lust hast, meinen Women's Circle Donnerstagabend auszuprobieren, dann schreib mir gerne in den Kommentaren oder in einer Privatmessage. Ich freue mich total auf Zuwachs. Letztes Mal waren wir 5 tolle Frauen und es ist so unglaublich wertvoll und schön, einfach diese ganzen Frauenthemen auch miteinander zu teilen. Und Schein wird in den nächsten 2 Tagen nochmal stattfinden an einem wunderschönen, tollen Platz hier in Berlin, wo ich mit Straßenkreiden mit euch malen werde. Und da freue ich mich schon drauf. Wenn ihr Lust habt auf ein bestimmtes Thema, was ihr gerne mal auch in der Meditation erleben wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lasse mich immer gern von euch inspirieren. Ganz herzlicher Gruß zu dir aus Berlin und lass es dir gut gehen und probier mal wieder was Neues. Das kickt deinen Dopamin-Serotonin-Spiegel und macht dich happy. Bis dann, deine Rebecca. Servus.